Hey Leute, willkommen zurück zu Monster Hunter World auf der PlayStation 4 mit Blacks Holterchen. Hallo. Guten Tag. Hallo, guten Tag. Sie ist jetzt auch schon meiner Jagdgruppe beigetreten und so weiter. Und sie ist auch hier in der Lobby, nur leider sehe ich sie noch nicht. Vielleicht erst nach der Mission. Weil wir haben jetzt eine Jagdgruppe erstellt, die wir hassen. Falls ihr irgendwie wisst, wie man da beitritt, ohne dass man am gleichen Server ist, könnt ihr natürlich gerne eine Anfrage schicken an die wir heißen. Es sind 50 Plätze, mega nice, wir werden voll machen. Und wir haben auch einen Discord-Server mit über 300 Leuten, einfach mal raufkommen auf den Discord-Server. Mich auf der PlayStation adden als Freund geht auch. Die ID von der PlayStation steht in der Videobeschreibung, der Discord-Link. Ihr könnt auch einfach kommentieren und so weiter, ne? Und gestern gab es Riesenprobleme mit den Servern, war ja klar am ersten Tag, ne? Wir konnten nicht zusammenspielen. Das heißt, heute bei uns ist wirklich auch Samstag. Und also haben wir ein bisschen Solo rumgespielt, ein bisschen rumprobiert. Das heißt aber auch, dass ich schon ein bisschen was craften kann, denn ja, ich habe mich schon rumprobiert, ne? Ja, er hat voll den Vorsprung, meine ich. Und da mir dieser Knochenhelm so gefällt, werden wir das erste Mal diesen Knochenhelm erstellen. Ich habe mir überlegt, ich mache wahrscheinlich nur den Knochenhelm erstmal, also cool aussieht, und dann werden wir schon die nächste Rüstung weiter craften. Und wir gehen auch gleich in die Mission mit einer, dann werden wir sie hoffentlich mal sehen. Und, oh, der Helm ist cool. Und dann, ja, ausrüsten. Oh, das ist böse. Oh, das ist böse. Und ja, das Knochenset sieht halt so aus. Ist okay, aber dann gibt es halt noch ein cooleres. Und zwar das Kestodon. Diese Tierchen werden wir dann gleich mal jagen. Das ist, glaube ich, unsere nächste Quest. Und ich habe auch schon ein Knochenschwert hergestellt, aber da ist die Schärfe so gering. Also es geht ständig kaputt. Guck mal kurz nochmal, ob ich den Helm verbessern kann. Geht das auch schon? Na, Rüstungskugel. Genau so war das. Machen wir mal, ne? Einmal machen wir es. Verbessern, ja bitte. Sehr schön, genau so war das mit Rüstungskohlen, verbessern wir es ja. Ja, Schwert habe ich jetzt das. Eisenkatana Stufe 2 habe ich mir mal gegönnt. Und ich habe so einen Talisman ausgerüstet von der Promo-Code von GameStop zum Beispiel war das. Und da kriegt man ein bisschen Angriffsboost, wie ihr seht, ein bisschen göttlichen Segen. Also ja, ist okay, ne? Aber ja, der Helm ist ziemlich geil, da, ne? Ich sehe ein bisschen böse. Aber mir fehlt das Material noch. Ja. Das werden wir eine neue Quest bekannt machen, heißt das hier. Es gibt auch Event-Quests übrigens, die sind aber noch ein bisschen zu schwer. Und unsere Aufgaben sind zurzeit das Kestodon-Gedöns. Und das werden wir jetzt auf 2 Spieler festlegen. Wir sind 2 ja hier. Es gibt auch so Gutschein-Dinger da unten, die können wir auch mal benutzen. Einfach so just for fun, was das so bringt. Und ja. Starte Quest nur. Das dauert ein bisschen. Es dauert ein bisschen. So, jetzt Quest akzeptiert, ja. Jetzt müsstest du links oben was sehen, oder? Nee, ich sehe nur, dass du die Quest bekannt gemacht hast. Also musst du ein bisschen warten, wenn sie geladen ist vielleicht. Ich sehe links oben gar nichts. Es lädt ja auch noch. Moment. Ich renne im Kreis. Das Blöde ist echt, dass Diana nicht sehe, obwohl sie im Jagdteam ist, am gleichen Server, also hier und so. Ist ein bisschen komisch, ne? Ja, Quest ist geladen. Gruppenmitglieder 1 von 1? Hm. Wie ladet man Diana ein? Jagdgruppe. Zu einer Jagdgruppe ein? Da steht Quest beitreten, oder vielleicht das? Ja, drück mal. Wir probieren hier hart rum. Wir lernen das Spiel. Ich finde das Looten und Dämonen echt geil. Ja, ich glaube, das ist bestimmt. Wie jetzt? Nein, ich kann dir nicht beitreten. Warum? Weil ich in der Geschichte noch nicht weit genug fortgeschritten bin, steht da. Ah, toll. Deswegen steht der Gruppenmitglied 1 von 1. Das heißt, wir müssen die Quest auch noch alleine machen. Das ist fies. Das ist fies, Leute. Oder ich bin jetzt extra nicht in den Wald. Du bist auch noch nicht, oder? Auf dem Wald? Ja, die Waldquest. Waldquest? Moment. Den Pilzen meinst du, oder was? Ne, hab ich nicht gemacht. Ne. Also, wenn wir das hier auch alleine machen. Schade, ich habe mich auf 2 Mitglieder eingestellt sogar. Ja. Schade. Aber dann müssen wir alleine machen, noch schnell. Schon wieder. Moment mal. Gruppenmitglieder? Beitrittbar nach der Abreise. Moment mal. Kannst du jetzt gleich beitreten?
Guck mal, ob du jetzt dann beitreten kannst. Da steht Beitritt nach Abreise. Tüftel, tüftel. Gucki, gucki. Aber gehen wir jetzt in den Wald. Geht immer noch nicht. Ich lebe noch. Vielleicht bin ich drin. Ganz, ganz komisch. Aber vielleicht muss ich es echt alleine machen. Ne? So, jetzt bin ich drin. Eine gewisse Zahl von Kestodons erlegen. Es sind in letzter Zeit viel zu 5 Kestodons, also männliche und weibliche. Genau. Die habe ich schon mal umgebracht. Die habe ich schon mal gesehen im Wald nämlich. Deswegen habe ich ja schon ein bisschen Rüstung davon. Aber da rennt auch noch ein Verbündeter damit. Vielleicht geht es echt noch nicht alleine. Ne? Ah, noch nicht zu zweit. War komisch. Warum kann man dann schon auf den Server? Das ist ein bisschen verwirrend. Ne, da ist er. Ja, da steht sogar Mitglieder 1 von 2, aber... Echt? Ja, steht da. Aber es ist rot, ich kann nicht... Ein Freund anladen, ja, Gruppe. Derzeit nicht möglich. Hä? Sehr, sehr merkwürdig. Und ja, was ich noch sagen wollte, ihr habt die Quest hier schon komplett aufgedeckt. Das kann man nicht machen. Und wenn ihr viel rumläuft, eure Käfer decken ja die ganzen Felder hier auf, wie ihr seht, das Kraut und das Schleuer. Das bleibt auch gespeichert. Das heißt, alles, was ihr entdeckt, könnt ihr in der nächsten Mission sofort wieder... Und, oh, da ist ein Käfer, da renne ich jetzt hin, weil den habe ich schon aufgedeckt, dann hole ich mir gleich. Und wenn in-game, also in dieser Mission, ein Tag vergeht, respawnt das alles. Die Monster und alles. Das ist mega nice. Vor allem mal 50 Minuten Zeit, das heißt, das respawnt alles dreimal, das ist ziemlich geil. Und so Verbündete ist wieder hängen geblieben, oder was? Der Typ geht einem richtig auf die Nerven. Aber ja, wenn der da ist, kann ich mir gut vorstellen, dass du nicht beitreten kannst vielleicht. Das ist echt eine Nervensäge. Wo will der hin? Ich hätte auch gewusst, wo die Kestodons sind. Sie. Das, mein Freund, sind Kestodons. Ah, da! Was machen die jetzt hier? Die waren vorher nicht da. Ich hab die woanders gejagt. Sei vorsichtig. Ein männlicher. Man darf, muss aufpassen, darf ihn nicht am Kopf schlagen, denn der hat eine Rüstung. Man muss ihn am Schwänzchen erwischen. Beziehungsweise von hinten. Hoppla. Antrophie. Katana muss ich noch üben. Ich hatte vorher zuerst die Doppeldolche, haben jetzt aber nicht so gefallen. Ich mag ein bisschen mehr, oh Gott, ein bisschen mehr Schaden machen. Also noch andere Viecher rumlaufen, macht's nicht leichter. Ja, er ist da. Jetzt noch das kleine hier. Das gibt uns nämlich auch Rüstung, das kleine schon, aber nur ein Teil, das große gibt uns zwei. Habe ich gerade die Vögel umgebracht nebenbei, ja. So, jetzt den dritten. Ah, auch noch. Und der eine spielt mit der Armbrust, ne? Mhm. Und wie ist sie so? Was? Wie ist sie so? Macht ein bisschen wenig Schaden, aber mir ging es momentan auch um die Mobilität, weil ich ja eigentlich dachte, dass wir zu zweit spielen. Ja, das ist nämlich leichter, wenn sie von hinten schießt, ne, und wir vorne herumballern. Ja, aber jetzt ist es halt noch voll schwer, weil zum einen muss ich ständig weglaufen, dass ich genügend Distanz habe. Und zum anderen, ja, macht sie ein bisschen wenig Schaden. Mhm. Wenn ich zu weit weg bin, mache ich auch nur einen Schadenspunkt pro Treffer. Das okay. Ja, richtig. Wo ist unser Verbündeter hin? Der ist weg, ne? Ja, wir müssen uns auf jeden Fall weiter folgen hier dem Weg. Ich weiß, dass unterm Strand noch Kestodons sind. Ich weiß gar nicht, wo er mich da hinlockt. Ah, da vorne, okay. Ah, ich mag den Helm deiner. Ich mag den Helm. Ich finde mich nicht hübsch. Ich kann machen, was ich will. Also immer, also, wenn ich so aussehe. Also, ja, mich, aber nicht meinen Charakter. Wir können den Charakter übrigens schon ansehen in der Lobby. Aber draußen sind wir wieder im Hauptmenü. Das geht auf jeden Fall. Und auf den nächsten Kästen dann. Loot Level. Ich will auch unbedingt die Rüstung. Ah, wir sehen, prall ich gerade vom Kopf ab. Ich komme aber gerade nicht ran hinten. Ah, wieder am Kopf. Jetzt war, oder? Von hinten. Ja, jetzt schön von hinten. Truf, truf, truf. Leider ist das Schwert auch schon angekratzt. Ah, wieder vorne. Aufpassen, aufpassen, auslagen. Und jetzt wieder von hinten. Nein, davon gelaufen. Komm her, du Sau. Ich bin noch nicht sicher, welche Waffe ich am liebsten spielen werde. Welche Waffe spielt ihr am liebsten bis jetzt? Haut's mal in die Kommis. In die Kommis! In die Kommentare, Entschuldigung. Ich hätte so gerne eine Doppelsichel. Also links und rechts mit Kette. Oh, wie cool wäre das denn? Ja, und das vermisse ich so. Das war immer meine Lieblingswaffe. Ah, ich kann mich gerade an den Kopf vorbei, würde ich sagen.
Ah, jetzt machen wir kurz. Aber die Kleinen sind ja auch noch da. Ah, nervig. Machen wir die Kleinen. Da kann man auch, glaube ich, am Kopf abrollen. Ja, kann man auch. Krass, dass bei den Kleinen auch schon funktioniert. Aber ich klopfe trotzdem einfach mal drauf. Wird schon klappen. Aber wir machen es wenig Schaden. Ich sollte auch übrigens mal die schnell hier das Loot, bevor die verschwindet, nebenbei. Ich hoffe, ich werde nicht angegriffen. Doch, ich werde angegriffen. War ja klar. Wenn man nicht angegriffen wird, hat es auf zu looten. Na, jetzt haben wir schon das erste. Ein Panzer haben wir schon. Ich kann auch ein Fangnetz nutzen und so weiter und so weiter. Erstmal kurz mal einen Heiltrank trinken. Oh, die ist da. Oder? Naja, oder? Hat sie umgebracht? Na, da hinten ist er. Der Kleine kann mich auch kämpfen, euer Begleiter, der darf mich unterschätzen. Er hat zwar nur eine Schaufel, aber immerhin. Jetzt ist er aber down. Ja, schon. Ah, das Kopf abbrennt, ist halt so nervig. Na, endlich down, sehr schön. Wir müssen noch zwei weibliche töten. Erstmal loot ich hier ihre Mutter. Na, ich loot mal die Mutter vom Baby. Einfach neben ihr. Ganz easy. So, beide way nebenbei ein paar Infos. Warum braucht ihr Fleisch und warum müsst ihr es braten und so weiter und so weiter? Und zwar, eure Ausdauer geht mit der Zeit hart runter. Ey, wieso kriege ich von hinten auch den Abfall? Ja, ich gehe mein Schwert mal reparieren. Euer Ausdauer geht davon runter. Ihr seht links oben den Ausdauerbalken, den gelben. Und den könnt ihr euch wieder hoch durch, zum Beispiel simple Ration zum Beispiel, könnt ihr ihn wieder erhöhen. Nom nom nom. Zack, geht er hoch, seht ihr. Ich glaube, einmal geht sogar noch. Ja, nochmal hoch, sehr schön. Und das können wir auch durchs Fleisch kochen und so weiter. Kurz erste Hilfe. Dann gibt es natürlich den wichtigsten, den Wetzstein. Den habt ihr zum Glück unendlich. Damit setzt ihr euch kurz hin. Dürft natürlich nicht angegriffen werden. Und schärft eure Waffe. Nicht so wie ich gerade, ja. Wieso greift er mich an? Der Kleine sollte das töten. So. Schärfi, schärfi. Nice. Ist wieder ready, die Waffe. Kann wieder töten. Und die Quest abgeschlossen. Jetzt schnell looten, schnell looten. Jetzt habt ihr nämlich eine Minute Zeit. Ich glaube, ich habe etwas gefunden. Oh, okay. Wir haben hier sogar länger Zeit. Er redet noch mit uns. Ich finde es trotzdem komisch, dass man nicht die Mission schon zu zweit spielen kann. Was will er denn da oben? Was will er denn? Ich wüsste nämlich nicht, was wir falsch gemacht hätten. Hier. Ein Groß, ja, krass. Die gibt es auch in Groß? Oh mein Gott. Angst! Schau dir mal die Kestodons an. Irgendwas stimmt mit ihnen nicht. Oh, da ist er! Ein Dreadlock-Typ, den kennen wir doch. Der hat die Katze, der ist nicht so ganz. Oh mein Gott. Also, ist das so eine Leguan-Schlange, irgendwas? Verstanden. Neue Aufgabe ist verfügbar. Also gut, Partner. Da ist ein neuer Auftrag im Anmarsch. Erledige den Großjagras. Wenn du noch nicht bereit bist, kannst du zur Basis zurückkehren und die Großjagers-Quest später abschließen. Okay. Genau. Wenn du Freunde um Hilfe bitten willst, öffne das Menü und wähle Notleuchtzeichen aus, um sie zu rufen. Und ah! Freunde brauchen, wenn du gegen ein paar stärkere Monster. Bist du gerade im Spiel, Deiner? Also in Mission? Ja. Ein Monster besser verfolgen können, okay. Brauchen wir eine Fährte. Zum Beispiel Fußabdrücke. Ich könnte nämlich ein Notleuchtzeichen abfeuern. Da könntest du jetzt beitreten, wenn ich das richtig verstanden habe. Mitten in der Mission, glaube ich nicht. Nee. Könntest du aber. Das heißt, wir machen den Jagras aber eher mit Diana natürlich. Also wir gehen mal kurz zu Base zurück, wie sie gesagt hat, dass wir Mission später ausführen können. Das machen wir nämlich. Also Diana, ich habe nur die Kleine umgebracht, also die Hauptquest halt. Ich bin froh, wenn ich überhaupt mal was töte. Ich komme nicht nach hinten. Das ist schon böse mit der Armbrust. Ja, vor allem, wenn ich dann hinter einem bin, dann greift mich der andere an. Na. Das ist ein bisschen schwierig. Ich bin gerade nur am Rumrollen. Wir gehen auf jeden Fall mal back, denn den großen Jagras wollen wir so unbedingt zu zweit machen. Das kann ja nicht sein. Das kann ja nicht sein. Bei wem gehe ich jetzt zurück? Mit dem nicht. Bei ihr? Nichts kann uns aufhalten. Nö.
ist unser Lager, ja. Ausrüstung ändern, Backtruhe. Ausrüstung ändern. Ist schon gemütlich. Bisschen mein Bier trinken gemütlich. Ach, schön. Aber wie gehe ich jetzt in die Stadt zurück? Muss ich die Quest jetzt machen, oder was? Da stand doch da, ich muss es nicht machen. Ah, man kann ja auch zurücklassen, okay. Verwirrt mich gerade. Muss ich jetzt doch machen? Stand doch da, ich kann auch zurückgehen. Nichts kann uns aufhalten. Hm, komisch. Aber ich könnte, wie gesagt, dich jetzt um Hilfe rufen. Das ginge. Hm. Verwirrend. Wieso darfst du vorher nicht mitmachen? Nur der Typ mit mir gequatscht hat, oder was? Das kann mir auch nicht vorstellen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Hör, wie sollst du mit der Armbrust den dann töten? Dann ist schwer. Nein. Ich werde auch ständig weg. Ja, zwei habe ich geschafft, aber. Du gehst noch weiter, ne? Am Strand dann noch. Ne? Du kannst das so machen. Ich versuche, ich muss ihn anscheinend jetzt wohl töten. Und wenn du dann soweit bist, rufst du mich mit dem Leuchtfeuer. Wie, wenn ich soweit bin? Du schaltest das nachher frei, das Leuchtfeuer. Das schaltest du frei. Ah, Fußspuren. Meinst du Fußball? Hä? Weggelaufen? Egal, wir wissen ja, dass er da hochgegangen ist. Hm. Da hoch ist er? Okay. Wir spüren ihn auf. Wir spüren ihn auf. Gut, du entdeckst viele Hinweise. Ausdauerinsekt, sehr schön. Hm. Was ist da unten? Oder? Ah, da ist der Fußball, okay. Finde ich so. Ich werde ihn jagen und töten, den Dreadlock-Typen. Leuchtkäfer, weist mir den Weg. Schleifspuren. Da ist ein dicker, fetter Bauch drüber geschliffen. Okay, wir haben eine Fährte gefunden, die gut genug ist, damit die Spähkäfer uns zum Großjagras führen können. Okay. Hier runter? Ja, hier runter. Ich spring gleich mal runter mal direkt. Hui! So cool mit dem Enterhaken. Gibt es hier Fische? Die geben nämlich auch eine Rüstung. Hm. Förderplatz? Wo war der Förderplatz? Moment! Immer schön looten und leveln. Wo war denn? Hm, schön gar nicht. Na egal. Wir wollen das Monster jagen. Wir sind hier auf Hardcore-Trip. Oh, ich war noch gar nicht unter Wasser. Cool. Cool, hier war ich noch gar nicht in der Felsspalte. Nitro-Pilz. Noch einer. Sehr schön. Immer schön looten, leveln, Leute. Immer looten, leveln. Boah, ich mag den Helm. Auch die Haare von ihnen sehen cool aus, so schwarz. Also der Helm, der könnte mich länger begleiten nun. Nur die Rüstung, wie gesagt. Da wollen wir mal schauen. Wo ist die Sau jetzt? Da ist er. Mit Hilfe der Fokuskamera verlierst du ein Monster weniger leicht aus den Augen. Schläft er da jetzt? Ne, ist einfach nur da, ne? Ich greife ihn einfach mal an, ne? Wir kennen da keine Gnade. Rumrollen, rumrollen. Vorsicht, Vorsicht. Nicht treffen lassen. Rumrollen. Ja, muss hin. Ausweichen. Oh, knapp. Jetzt haben wir ihn gut von hinten. Tokio lenkt ihn gerade ab. Nein, ausweichen. Vorsicht. Ich weiß auch nicht, ob man bei ihm irgendwas abtrennen kann. Man kann ja meistens so einen Schwanz abschneiden, ein Horn und so weiter, eine Schuppe, ein Flügel. Und somit kann man noch mehr looten. Ich weiß nicht, ob es bei ihm jetzt auch was gibt. Man kann ihn auch betäuben mit gewissen Fallen, mit Blitzkäfern, mit... Hast du nicht gesehen? Also, er macht halt echt nicht viel Schaden. Ich würde ihn echt gerne mit Diana dann jagen, sie ihr helfen. Also wir versuchen ihn schnell zu besiegen. Hm. Der Damage ist nicht mehr so hoch. So, das Monster ist müde. Jetzt ist deine Chance. Was ist müde, was? Nein, es rennt weg. Es rennt weg.
bejagen ist. Ich könnte aber mal kurz einfach den Wetzstein nutzen. Es geht darüber, okay. Jetzt muss ich mal kurz den Wetzstein. Dann jagen wir weiter. Das ist noch Honig. Lecker. Nein, Digga. Abbrechen. Ich will den Honig mitnehmen. Aber wieso nimmt jetzt immer den Wetzstein, wenn ich den Honig mitnehmen will? So. Auf geht's. Ich will töten. Ich muss ihn töten. Er ist müde. Das heißt, wenn er müde ist, geht er heim in sein Nest. Er sollte jetzt in seinem Nest liegen. Ich weiß gar nicht, ob er da ein Leben regeneriert. Ob das so krass ist. Oh, hier ist ein Blumenbeet irgendwo. Wo ist ein Blumenbeet? Hm? Hab's nicht gesehen. Wo ist er hin? Oh, da vorne. Wird er gerade angegriffen? Nö, er will angreifen. Oh, da sind jetzt auch kleine da. Wir müssen ihn schnell töten, glaube ich. Oh, er hat gerade gegessen. Seht ihr, wie fett er ist? Oh, hier ist ein Knochenhaufen. Sehr schön. Knochenhaufen müssen auch gut. Ich konzentriere mich mal auf den großen. Ignoriere mal die kleinen. Oh mein Gott, was war das? Ich habe gerade eine Fettbauchattacke. Juhu, sehr schön. Das war gut. Oh, Großjagers. Gebrochenes Teil haben wir erhalten. Wir haben es abgebrochen. Oh, kurz heilen. Heilen. Weg. Das macht es richtig gut. Das merke ich. Kann ich mich heilen? Komm. Ja. Sehr schön. Ist mir noch egal, ob das Monster wütend ist. Oh, es rollt rum. Fettmops rollt rum. Das hat mich irgendwie erwischt, aber komischerweise. Trinken. Man kann ein bisschen gehen dabei, aber nicht viel. Wenn er jetzt rumrollt, hört er auf zu trinken. Ja, sehr schön. Aufpassen. Ich will den lieber zu zweit bekämpfen. Mhm. Oh Gott, der hat gerade die Wand zerstört. Das geht hier auch. Mega nice. Ja, ich bin vor ihm. Ja, einen guten Damage. Leider hätte ich trotzdem gerne eine neue Waffe. Vielleicht kann man aus ihm seinen Teil irgendwas machen. Oder gibt er uns das gleiche wie die Kleinen, ist die Frage. Wir geben ihm gerade hart Damage. Oh, also nicht das Gewicht. Nein! Okay, ein Schwänzchen hinten war gerade. Das Monster ist fast am Ende. Was liegt hier denn? Moment mal, was liegt hier? Also Stechkapsel. Die Stechkapsel ist eine mächtige Schleudermunition, die selbst starke Monsterpanzerung durchdringen kann. Ich soll ja mehr mit der Schleuder arbeiten, aber das muss ich jetzt noch üben. Wenn wir schnell den Boss hier oben kriegen. Lauf! Er ist müde, er ist fast tot. Schnell. Lauf doch! Aber wenn er Ausdauer ist ausgegangen. Komm, ein Stück noch. Bleib doch stehen, Mann! Geh so schnell! Nein! Mach keinen Schaden da hinten. Er geht halt echt in sein Nest, ne? Jetzt ist echt so weit, dass er in sein Nest geht. Ja, das ist das Nest. Und hier kann ich das Ding aktivieren, hier. Blitz! So, jetzt wird mal drauf geklappt. Nichts ausruhen hier. Nicht ausruhen. Aber er hat fertig gegessen, seht ihr das? Wieso ist sein Schwanz denn so hart? Der ist gerade hart zu essen, Mann. Stirb doch endlich. Ein gebrochenes Teil, sehr schön. Wir machen leider schon weniger Damage wieder. Aber er zappelt schon. Es gibt auch eine Event-Quest übrigens, wo ich gesehen habe, dass man zwei von denen töten muss. Ah, das Gewicht. Ich frage mich gerade, warum er jetzt plötzlich so gut gepanzert ist. Nein. Er zerbricht schon wieder eine Wand. Das ist echt cool. Ich kann nicht aufstehen, aber er isst mich. Nein. Ah, also der ist dringend ein Heiltrank. Ne? Der macht die ganze Wand. Oh, danke, Katze. Was gibt ich kann dir dieses Notfeuer jetzt benutzen, aber ich weiß nicht. Ich habe ihn noch nicht tot. Also ich kann jetzt gerade nicht. Der ist halt echt zäh, ne? Ich weiß auch gar nicht, wie die Abendbus gegen solche Gegner ist. Gegen Boss-Gegner. Okay. Alleine. Ah,
Oh, der könnte echt mal bitte down gehen. Ja, ich hab ihn. Oh Gott. What the fuck? Der hält was aus, Mann. Looten, looten, looten. Gibt da jetzt was anderes als die Kleinen, ist die Frage. Irgendwas mit groß, groß? Ja, groß, ja, krass, super, ja. Er gibt uns anderen Loot. Lederhaut. Mhm. Klaue. Okay, drei Items haben wir bekommen von ihm. Sehr schön, sehr schön. Hier war noch immer ein Knochenhaufen, ne? Wo ist der Knochenhaufen? Ah, hier. Oder? Nö. Hä, war der Knochenhaufen? Er hat die Wand zerbrochen, jetzt sieht hier alles anders aus. Hier sind Knochenhaufen. Genau. Weil der Knochen mitnehmen für die Rüstung. Müssen eh ein bisschen noch warten. Gleich kommen wir zurück. Alter Knochen, sehr schön. Grün ist immer seltener als. Noch einer, sehr schön. Mission geschlossen. Komm, 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 Baby. Verstehe trotzdem nicht, warum er gesagt hat, wir können die Mission. Wir können zurückgehen und später machen und dann muss ich es trotzdem machen. Habe ich vielleicht etwas übersehen? Kann sein. Quest erfüllt. Oh, der Helm ist cool. Noch ein Video, okay. Das Federn? Ich glaube, wir haben eine Spur. Der nächste Boss erwartet uns schon die Federn. Vielleicht. Mhm. Gehen wir weiter. Ich mag den Helm. Auch in den Videos. Dass die Rüstung in den Videos zu sehen ist, ist auch super. Oh Gott, was ist das denn? Das ist ein Chamäleon-Vogel. Seht euch die Augen an, das ist ein Chamäleon. Pukay Pukay. Du hattest recht. Ein Pukay Pukay. Ich hab's gar richtig ausgesprochen. Pukay Pukay. Gott, bitte ausziehen. Ein sehr lustiger Vogel. Oh, der spuckt Gift wahrscheinlich. Etwas hat ihn aufgeregt. Oh, hier ist Lava. Von dem Drachenältesten. Was zum Geier ist das? So etwas habe ich noch nie gesehen. Never seen this before. Ich würde es gern herausfinden. Aber wir sollten zuerst berichten. Ja, wir sollten dringend zurückgehen. In Ordnung. Danke. Zum Glück ist er abgelenkt von dem Vulkan-Dings, sonst wäre er sicher tot. Von dem Chamäleon-Vogel-Flug-Dingsi. Pukay, Pukay. Abgeschlossen, sehr schön. Oh, ganz viele Sachen zu mitnehmen. Mitnehmen, mitnehmen, mitnehmen. Alles mitnehmen. Wenn wir es leider alles extra nehmen. Oh. Zweimal Gutscheinbonus, ja. War jetzt nicht schlecht. Forschung wurde erhöht. Unser kleine Katze ist Level 5 schon. Gadget-Erfahrung, Level 2. Okay. Ich weiß noch nicht, wie ich selbst leveln kann. Ist das durch die Ausrüstung? Ich kann es mir nur denken, durch die Ausrüstung vielleicht, dass wir leveln durch die Ausrüstung. Es gibt einen Jägerrang. Ich kann mir denken, dass es um die Ausrüstung geht. Würde Sinn machen. Ich bin mal gespannt. Jagst du es schon, Diana? Ich laufe den Spuren hinterher. Oh, du kannst mich bald einladen. Versuchen wir es mal. Ne? Laden, 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 laden. Ob das bei der PS4 Pro schneller geht? Ich weiß es nicht. Verstehe. Das quatscht schon wieder. Ne, ich will jetzt nicht quatschen, Leute. Jetzt reicht's mal. Ne? Genau. Tja, abgeschlossen. Sehr, sehr. Sobald das Lager aufgeschlagen ist, kannst du mit der Jagd auf den Pukay Pukay beginnen. Oh Gott, die wollen aber nicht den Pukay Pukay jagen. Ich frage mich, wo die. Ich hab Angst. Und übrigens, das Schweinchen hier ist so geil. Es ist so geil. Was dieses Schweinchen macht, sehen wir in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da. Schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare. Was sagt ihr zu dem Pukay Pukay und so weiter und so weiter. Kommt auch gerne in unsere Gilde, addet mich auf der Playstation. Kommt in den Discord. Schreibt in die Kommentare, was ihr wollt. Alles Mögliche. Alle Links in der Videobeschreibung. Diana, ich komme dir gleich helfen. Ne? Ob wir das in der nächsten Folge noch aufnehmen, weiß ich gerade nicht. Den Kampf jetzt dann. Oder ob wir einen neuen Quest machen. Auf jeden Fall, bis zum nächsten Mal, Leute. Viel Spaß, haut rein und ciao.